Und ein weiterer Aspekt, den die Gelehrten erwähnt haben, so wie Yusufs Kleid das Augenlicht seines Vaters zurückbrachten durch Allah, durch Allahs Erlaubnis. Ihr kennt die Geschichte. Ja'qub a.s. wurde ja blind. Ja, er konnte nicht mehr gut sehen. Aufgrund seiner Trauer. Er hat geweint und geweint und geweint, bis er erblindet ist. Und dann schickte ja Yusuf a.s. sein Kleid. Er sagte ihm, nimmt dieses Kleid mit. Und legt das auf das Gesicht meines Vaters, dann wird er wieder sehen. Als sie waren wo? Wo waren die? Yusuf a.s., wo lebte er? In Misr, in Ägypten. Und wo war sein Vater? Palästin. Dass Allah azza wa jalla in Farid Kurubat, Ikhwanna für Palästin, möge Allah azza wa jalla unseren Geschwistern in Palästina beistehen. Allah azza wa jalla sagt, als die Karawane begonnen hat, sich zu bewegen, sagte Jakob was? Ich rieche Yusuf. Allahu Akbar. Möge Allah mit unseren Eltern gnädig sein. Möge Allah unsere Eltern bewahren. So wie Jakob den Geruch seines Sohnes aus der Ferne vernommen hat, vernimmt der Muslim viele Monate vorher den schönen Geruch des Ramadan. Der Muslim, der wünscht sich Ramadan, der Ramadan ist bald da. Sein Herz riecht es schon aus der Ferne. Und so wie Ya'qub a.s. wieder sehen konnte, als er das Kleid von Yusuf bekam, so können unsere Herzen wieder sehen und erblicken, wenn Ramadan kommt. Wir sind blind. Das ganze Jahr sind unsere Herzen blind. Was soll das heißen, blind? Innaha la ta'ma al-absar, walakin ta'ma al-qulub allati fi al-sudur. Es erblinden nicht die Augen. Vielmehr erblinden die Herzen in den Brüsten. Blind ist nicht jemand, der nicht sehen kann mit seinen Augen. Blind ist derjenige, der nicht sehen kann mit seinem Herzen. Also er erkennt die Wahrheit nicht. Und genauso ist der Muslim in einer Finsternis sein ganzes Jahr lang, weil er nicht so viel Ibadah begeht, vollzieht. Und wenn Ramadan kommt, dann kann er wieder sehen. Dadurch, dass er diese Medikamente einnimmt, eben, dass er wieder diese Ibadat einnimmt oder vollzieht.